Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei Barton Kaitos, die schwingende Ewigkeit und der verlorene Ozean. Wir sind hier in Nashiria, in das Fischerdorf, letztendlich angekommen. Und hier haben wir auch quasi aufgehört. Wir haben gegen Giacomo gekämpft und haben ein schickes Voto als Andenken. Und wir werden natürlich jetzt von den imperialen Soldaten verfolgt in Sadalsut, beziehungsweise in Ferkat, die historische Stadt, werden wir jetzt gerade verfolgt, und wir kommen momentan nicht in das Heronhaus zurück, wo wir ein Stück Käse und ein Joghurt abgeben müssen, damit wir einen Eintrag für Käse brauchen. Bekommen wir einen Eintrag in Stammbaum hier. In der Fischerstadt habe ich schon eine Frau getroffen, die hat sich schon eingetragen. Wir müssen noch den Mann suchen. Und wir haben einen kleinen Botschafter namens Lüt getroffen, mit dem haben wir schon gesprochen. Aber die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir tun? Das ist so die Frage. Wir haben jetzt noch zwei Sachen, also das Gebäude haben wir noch nicht gründlich untersucht, also was heißt noch nicht mit allen geredet, und hier in den Pub hier müssen wir auch noch rein. Ich werde jetzt erstmal hier hineingehen, bevor wir ins Pub gehen, wenn wir in den Kleinen hier reden und dann mit der Großmutter da. Hey, das solltet ihr euch auch anhören, sie erzählt gleich eine Geschichte. Okay. Was ist mit ihr? Schnell! Ich möchte deine Geschichte hören. Okay, was hast du denn zu erzählen? Nein, nicht du. Wieso? Ich regel doch sie an. Once long, long ago, when the world still had an ocean, people did not have any wings. They lived on the wide, wide land. The ocean was a huge pool, so large and so deep, that it would have swallowed this entire nation. Within the ocean, an enormous fish called a whale would roam about freely. The whale was as old as the world itself. It was always singing mysterious, yet gentle, heartwarming songs. Where did the ocean go? What happened to the whale? An evil god appeared and swallowed the entire ocean, every last drop of it. He swallowed the whale too, and it was never seen again. Remember this name, never forget. The name of the god was Malpertio. Malpertio sucked up the entire ocean, but choked and drowned in the very water he swallowed. The whale, however, will always be with us. It lives on in our hearts. Close your eyes and listen. You can hear the whale's songs even today. The ocean will return someday. Until then, the whale will be waiting, waiting patiently. That's all I can tell you now. Excuse me, words can bring mischief.
confide not in those yet to be proven worthy of trust. I'll keep that in mind. Spare us the fortune-telling. I'd like to hear more about this evil god. About Mount Percio, swallowing the ocean. It is but a tale, young one. I know little about it myself. Sheesh. We should head for the castle now. Eine sehr gruselige Geschichte. Aber jetzt haben wir doch ein wenig mehr über Mount Percio gehört. Jetzt wissen wir auch, dass er ein übler Mensch ist. Oder, Übermensch. Ein übler Gott ist. Gut, dann hören wir uns mal hier um. Gibt es hier irgendwie was Nettes zu quatschen? Der kleine Himmelstrom ist überflutet, deshalb könnt ihr nicht zur Burg gehen. Das haben wir auch schon mitbekommen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Hallo? Oh nein, so ein Mist aber auch. Der Weg nach She Lake scheint versperrt zu sein. Hoffentlich fällt das Wasser bald wieder. Mit diesen Taschen werde ich die Strömung kaum durchschwimmen können. Okay, wieso, was hast du denn da drin? Der kleine Himmelstrom ist überflutet, wie schrecklich. Ich hasse Naturkatastrophen. Man ist ihnen so hilflos ausgesetzt. Und es ist nicht nur das. Ich habe das Gefühl, diese Flut ist ein böses Omen. Ich hoffe, dass nicht noch etwas Schlimmeres passiert. In den Zeiten wie diesen kann ich nur noch trinken. Ja, genau, besauf dich einfach mal. Das hilft immer, ne? Alkohol hilft immer. Fremde, die Unglück bringen, das Hochwasser des kleinen Himmelstroms, völlig unwichtig. Viel wichtiger ist, dass wir vielleicht bald nichts mehr zu essen haben werden. Momentan reicht die Pforte noch aus. Aber wenn die Fische weiter ausbleiben, wie soll ich dann Frau und Kinder ernähren? Ja, das ist eine gute Frage. Für uns ist die Einhaltung von Tradition sehr wichtig. Wir sammeln all unsere Kräfte und gehen fischen. Okay. Das Imperium war bereits in Sadalsut. Ich habe gehört, eines ihrer Schiffe war in Ferkat. Das bedeutet, dass sie vielleicht bald auch hierher kommen. Naja, was auch passiert, mir ist es ziemlich egal. Aber unsere Alten mögen das Imperium nicht besonders. Ehrlich gesagt, kümmert sich unsere Generation nicht allzu sehr um solche Dinge. Mhm. Oh, was für ein gut aussehender junger Mann. So anders als die Männer hier im Dorf. Fühl dich wie zu Hause, Süßer. Okay. Du machst mir Angst. Warte mal. Ob die Dinge in dieser Welt nun gut oder schlecht laufen, wen kümmert's? Wie soll ich meine Angebeten meine Liebe gestehen? Oh nein, ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein. Andenken an die Krieger? Wo habe ich das denn her? Okay. Moment. Gepresste Blume? Nein. Probier jetzt einfach mal alles aus. Abgeschottenes Wasser? Was brauche ich denn für ihn? Vielleicht ein Kieselstein? Auch nicht. Dann halt von mir auch Salzwasser. Nö. Dann müssen wir noch herausfinden, was er bekommen möchte. Königin Elhad Khan von Burg Elnath war früher die Weiße Flamme. Wurde früher die Weiße Flamme genannt. Er hat in seiner Jugend einige verwegende Dinge getan, aber er ist seither stark gegreift und ein großer König geworden.
Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen, ihn näher kennenzulernen. Tja, ist aber nicht so. Jetzt will nur noch die Barkeeperin. Hi there. Well, well, you two are new around here, aren't you? I'm Anna, owner of this humble establishment. Did you come in on the liner today? Yeah. Then you must be from Sadal Sud. That's quite a trip. Welcome to Nashara. There isn't much to see here, but it's a great place to relax. Actually, we don't have time to relax. We've got some business to take care of in the city. It's kind of urgent. Oh, really? You're out of luck then. As you may have heard, the Lesser Celestial River is flooded. The road to the city has been cut off. The river rarely floods over. It's one of those freak things that hits once in a blue moon. If the road's cut off, maybe we could get there by boat. When does the next ship leave for the city? Hate to say this, but there's no regular ship to the city. You'll have to ask one of the fishermen to ferry you over. But it might not be easy. They don't like taking strangers on their ships. Besides, everyone's been pretty jumpy with the poor catch and all. Do you know anyone who would be willing to help us? We need to get to the capital as soon as possible. We'll pay for the ride, though we can't offer much. So you're in a hurry, huh? Let's see. You could ask Ibari. He, if anyone, might agree to help. Ibari? Where would we find him? He hasn't stopped by today. He should be along soon enough, though. Why don't you check back later? Or you could stick around and have a drink. Thanks, but no thanks. We'll stop by later and see if he's here. You two. You looking for Ibari? What do you want him for? Nothing serious. We're just looking for a ride to the city. Who are you? The name's Revelous. You could say I'm the head fisherman in this village. You're out of luck, kids. No one here takes strangers on their boats. Cut it out, Revelous. Leave the travelers alone. Leave them alone? The catch is poor and the wind is almost dead. These are hard times, Anna. The last thing we need is strangers scaring away the fish. Ferrying strangers goes against our village rules. Rules we've held on to for generations. Ibari, that lug, he ignores those rules, laughs at them, says we're just superstitious. That lug always has to do things his own way, by his own rules. He's just a big pain in the neck. Ain't that so, boys? Damn straight! Yeah, that's right! I say you forget about going to the city. Take the liner back home to your mommy. What was that? Or you could wait your life away for the river to calm down and take the road. Here, here! It's your choice. Go home or wait forever. I came here to see Ibari. I'm not asking any of you to take us. You just don't get it, do you, kid?
If talk ain't working, maybe roughing you up a bit will help it sink in. Hold it there. So these two are here to see me, hmm? Gibari! Reblis, you got something to say? You come to me. We can discuss it peacefully. Huh. Don't take it personally. It's the poor catch, and the wind, been putting them on edge. It's okay. You must be Gibari then. Right. What can I do for you? We need a boat ride into the city. To Sheliak? I see, the cloud passage being cut off and all. Please, we must hurry. It's very important. You sound pretty desperate. Anyway, you came at the right time. Why don't you help me out? I'm going over to take a look at the Lesser Celestial River. It's on the way to the city. I'm curious as to what's causing it to flood over. None of the others have enough guts to go out there. Just the three of us? Yep. Don't you worry. Three's a crowd. We'll be fine. The young lady here looks much more trustworthy than the slackers I know. What do you say? I don't know how much help we'll be, but we'll do what we can. Great. Now we're talking. If whatever's causing this flood is too much to handle, we can leave it alone and I'll take you straight to the city. What do you think? Okay, if you say so. Huh? What are you mumbling about? I wasn't mumbling. I was talking to my guardian spirit. So, there's a spirit with you, huh? A being from another world, bound to your soul. Thought that was just an old folk tale. Believe it or not, I don't care. Anyway, let's go have a look at that little celestial river. I'm Callus. And I'm Shella. Nice meeting you both, Callus, Shella. And what's your spirit called? Huh? That's a weird name. Well then, nice meeting you too. Ebenfalls sehr erfreut. Okay, off we go to the harbor. We'll take my boat to the river. Coole Sache, jetzt haben wir schon Gibari auf unserer Seite. Level 6. Das gefällt mir. Oh, was hat der denn so Schönes? Oh, Paddel. Ja, wer hätte es gedacht? Was ist das denn? Wasserruf. KP, Heilung. Eisklumpen. Kristallsplitter, Drachenheb. Der hat schon... der ist ziemlich gut ausgestattet. Muss man ja schon lassen. Gut. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Und gehen dann halt
dahin, wo er gesagt hat. Und zum Hafen müssen wir. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hin? Können wir mit denen nochmal reden? Dieses Dorf ist sehr nett. Es gibt ein gewaltiges Wolkenmeer und die Dorfbewohner geben sich Tag für Tag. Achso. Du erzählst immer noch dasselbe. Ich bin doch jetzt am Hafen. This must be Gibari's boat. Shall we head for the Lesser Celestial River then? Right. Time to leave. Let's get on board. Wait, Gibari! Think about what you're doing. How can you just ignore our village rules? I don't have time to mess around with those ancient superstitions. Sitting around doing nothing like you guys isn't going to change anything. You can't! What are you gonna do? Stand in my way? Maybe use force to stop me? Answer me, Reblis. Damn you, Gibari! Sorry, pal. We're short on time. I'll see you around. Gibari! You think the whole world revolves around you? Always doing your own thing, your own way. Why don't you ever think about the villagers and what's important to them? As long as you get what you want, nothing else matters. Is that it? Hey, calm down, Reblis. I was never good at these debates.